1968 angesiedelt in New Orleans, unsere Version von New Orleans, also die Südstaaten, Amerika. Wahnsinnig interessante Zeit und wahnsinnig interessante Umgebung. Ne? 1968 Vietnamkrieg und die Kennedys, John F. Kennedy ist gestorben, Hippies und Psychedelic Drugs und super Musik und all sowas. New Orleans natürlich als Umgebung ist wahnsinnig, das ist eine wirklich beliebte Touristenstadt. Wir kennen sie aber auch in Deutschland und in Österreich. Ganz Europa eigentlich durch Katrina und Hurricanes und solche Geschichten. Aber da geht es halt darum, dass wir nicht diesmal als italienischer Mafioso, sondern als Lincoln Clay, es ist ein Schwarzer, der sich in den Südstaaten um diese Zeit behaupten muss, gegen den italienischen Mob angehen. Wir haben zuerst mit denen gearbeitet, werden dann betrogen. Und in dieser Demo können wir jetzt halt sehen, wie unser Rachefeldzug, der nicht nur ein Rachefeldzug ist, sondern auch wirklich dazu dient, sich dann sein eigenes Imperium dann aufzubauen. Praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Also wir machen den italienischen Crime-Boss, das ist Sal Marcano heißt der, langsam fertig und schneiden ihm immer mehr wir drehen ihm den Geldhahn zu, mehr oder weniger, und bauen unser eigenes Imperium auf. Und das, was wir da gestern gezeigt haben, geht halt genau darum. Oder heute auch immer noch gezeigt haben, geht genau darum. Man kann also wirklich komplett durch die Stadt gehen, man kann sich langsam erschließen, wie das hier funktioniert, wie Sal Marcano seine Verbrecher, also seine einzelnen Organisationen aufgebaut hat. Und dann geht es unter einem Jazzclub, also alle unsere Verbrechernester sind praktisch, die haben eine Front. Da ist also ein normaler Jazzclub, kann man reingehen und sich Jazz anhören. Darunter ist dann ein Opium-Den, wo die Leute dann da abtanzen und Drogen nehmen und sonst was. Und da gehen wir komplett rein, räuchern das Ding aus, gehen wieder raus. Sal Marcano schlägt noch zurück, müssen wir uns dann auch wieder behaupten. Das Ganze ist also dann komplett in die offene Welt eingebaut. Apropos in die offene Welt eingebaut, wir kennen Mafia 2 quasi auch schon als Open-World-Game, aber mit dem großen Unterschied, dass es relativ wenig abseits der eigentlichen Story-Missionen zu tun gab. Wird sich da diesbezüglich was ändern bei Mafia 3? Wir bauen auf den Tugenden von Mafia 2 komplett aus, auch Mafia 1, die ganze Reihe eigentlich. Und die sind dafür bekannt und wirklich gut darin, eine gute Geschichte zu erzählen, wirklich gute Missionen zu haben und auch dann wirklich gute Zwischensequenzen zu haben, um das Ganze zu präsentieren. Und das machen wir alles in diesem Spiel auch. Also wir haben wirklich gute Missionen, wir haben tolle Zwischensequenzen. Das Team, das bei Mafia 2 schon gemacht hat, machen das immer noch. Dann wollen wir aber darauf dann noch die offene Welt mit einbeziehen. Weil ich glaube, das ist sehr schön jetzt mit diesen Konsolen, mit dieser Generation und so, wie wir die Stadt darstellen können, können wir dann wirklich eine filmreife Story auch so erzählen, indem wir den Spieler einfach gewähren lassen. Bei Hangar 13 haben wir dieses Motto, every player story is unique. Jede Spielgeschichte ist anders und besonders und die Spieler können sich wirklich in dieser Geschichte finden. Und da haben wir dann solche Missionen wie die, wie wir heute gezeigt haben. Das heißt die Cistern, das ist also unser Verbrechernest. Und da kann man mit mehreren verschiedenen hat man mehrere verschiedene Eingänge, hat mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze spielen kann. Das Ganze kommt dann auch filmreich rüber, aber ist halt komplett im Gameplay. Und das passiert halt direkt in der Open World. Und du hast erwähnt, quasi die Next Generation Konsolen oder die Current Gen Konsolen, muss man aktuell schon sagen. Wie ist da für dich als Design Director der Unterschied, an quasi einem Last Gen und Current Gen Spiel zu arbeiten? Ganz besonders, nachdem ihr nicht mit einer fiktiven Stadt gearbeitet habt, sondern mit einer echten Vorlage. Ja, bei der Stadt haben wir das Glück, dass wir uns all die besten Sachen rauspicken können. Wir versuchen also nicht nur Leans komplett abzukupfern, will ich gar nicht mal sagen, aber wir suchen uns also wirklich die besten Stücke von New Orleans raus. Es ist auch deshalb so eine schöne Stadt, weil sie halt viele Unterschiede hat. Das heißt, je nachdem, wo man hingeht, da kann man Armut sehen oder halt wirklich Partytown, da kann man Häfen sehen, weil es auch eine Handelsstadt ist und solche Geschichten. Da haben wir natürlich dann jede Menge Freiheiten. Was schön an diesen Konsolen ist, die wir jetzt haben, zum einen natürlich grafisch sieht das Ganze immer viel besser aus, wir können aber auch sehr viel mehr simulieren. Wir können die offene Welt also auch sehr viel detaillierter gestatten. Wir können sicher stellen, dass es sehr viele mehr Leute gibt, die da rumlaufen, dass die Polizei besser sich in der Stadt herumfindet und auskennt, dass wir, wenn man rumfährt, das Ganze besser simulieren können und solche Geschichten. Und dadurch gibt es ein dynamischeres Spielerlebnis, weil der Spieler das natürlich alles benutzen kann. Hast du einen Überblick, wie groß eure Version von New Orleans ist, beziehungsweise wenn man quasi von einem Ende der Stadt zum anderen durchfahrt, wie lange man dafür ungefähr braucht? Ich habe es nie gemessen. Und wir gucken das immer auch so an. Zum einen ist es uns wichtig, dass wir alle Aspekte von New Orleans praktisch in diesem Spiel haben. Da gibt es wirklich, ich will gar keine Zahl sagen, aber fast ein Dutzend verschiedene Orte, die sich wirklich komplett unterscheiden. Und dann ist es uns sehr wichtig, dass wir das Ganze auch so weit verteilen, dass die Stadt wirklich realistisch wirkt. Weil wenn ich da ein Armutsviertel habe, aber dann auch den French Ward habe,
Das ist also da, wo die Touristen sind. Das haben wir heute auch gezeigt. Dann ist da genug Abstand zwischen und da kann man dann wirklich lange Zeit fahren. Zum anderen geht es uns dann wirklich auch darum, das Ganze voll zu stopfen. Also wir haben eine sehr hohe Dichte von Sachen, die man machen kann. Und da gibt es eine Menge zu entdecken, weil man praktisch in jeden Hinterhof gehen kann und es da vielleicht irgendwas gibt. Da gibt es dann irgendwelche Verbrecheraktivitäten, da gibt es irgendwas zu finden und so weiter. Und dementsprechend daraus leitet sich dann auch die Spieldauer ab und wie lange man wirklich braucht, um hier nach da zu gehen. Weil es einen großen Unterschied macht, ob man jetzt einfach nur von Punkt A zu Punkt B fährt oder ob man von Punkt A zu Punkt B fährt, aber dazwischen dann immer was macht. Und ich glaube, darin sind wir sehr gut, dass man da jede Menge Sachen machen kann. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie lange man quasi ungefähr damit rechnen kann, wenn man jetzt wirklich straight der Story des Spiels folgt, der Hauptkampagne, mit welcher Spielzeit können die Spieler ungefähr rechnen? Da eine genaue Spieldauer zu sagen, ist noch schwierig, weil wir noch nicht fertig sind. Ne? Und da kann ich, wir wissen natürlich, was die Story ist. Also da gibt es einen Kern, der sehr kultiviert ist und da wissen wir auch genau, was wir machen wollen. Aber ich kann noch nicht genau sagen, wie lange es dauert. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es so, also es ist vergleichbar mit jedem anderen Open-World-Spiel, das es momentan gibt. Also es ist nicht ein Spiel, das man mal eben so durchspielt. Da kann man, wenn man sich wirklich drauf einlassen will, dann kann man da Dutzende und Dutzende von Stunden mit verbringen. Aber selbst wenn man nur die Hauptstory durchspielt, dann hat es, da wird man eine lange Zeit beschäftigt werden. Ich kann nur nicht genau sagen, wie viele Stunden. Du hast vorher angesprochen, ihr habt euch relativ viel quasi bei Mafia 2 rausgepickt und dann weiter verbessert. Was war denn das erste Element, wie ihr zurückgegangen seid zu Mafia 2, wo ihr euch gesagt habt, okay, das machen wir auf jeden Fall besser, das können wir so wesentlich angenehmer und oder besser umsetzen? Ich gucke mir Mafia an als Serie und wo die Serie, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut ist, ist Spielwelten umzusetzen, einen wirklich in eine Zeit und in eine Umgebung zu versetzen. Da sind Mafia 1 und 2 wirklich gut dabei. Also man taucht wirklich in die 30er, 40er, 50er Jahre ein und bei uns jetzt in die 60er Jahre und man lernt die Stadt wirklich kennen. Das sind also Tugenden, die wir auf jeden Fall beibehalten wollen. Und deshalb in New Orleans haben wir uns das wirklich zu Herzen genommen. Und ich denke mal, wenn man sich jetzt, selbst wenn man nie in New Orleans war und sich die Demo, die wir zeigen, anguckt, dann weiß man in etwa, wie es da aussieht. Und dann haben wir darauf aufgebaut. Wir haben uns zum Beispiel das Fahrmodell von Mafia 2 genommen, das sehr gut und interessant war. Aber, nicht aber, für 68 und für unser Spiel wollen wir uns mehr an solchen, da gibt es so coole Actionspiele wie Actionfilme wie Bullet zum Beispiel orientieren. Wir nennen das Ganze Hollywood Action Driving. Das heißt, damit kann man, sind ja auch dann wirklich geile Muscle Cars, also die Car-Kultur gerade in den 60er Jahren in Amerika war wirklich klasse. Und damit kann man dann um die Kurven sausen und was weiß ich nicht alles machen. Und dann, wie ich gerade schon gesagt habe, was wir jetzt mit dieser Generation machen können, ist, dass wir eine Spielwelt wirklich realistisch darstellen können und Mafia-Machenschaften wirklich realistisch darstellen können, indem wir die Welt damit bevölkern. Und dann nicht nur sagen müssen, so macht die Mafia das und dann kannst du hier eine spezielle Szene spielen, sondern man kann wirklich durch die ganze Stadt gehen und sich erschließen, wie die Mafia diese Stadt kontrolliert und kann dann sehen, wie das mehr und mehr eins in das andere überfließt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit als Design Director ganz besonders bei einem Open-World-Spiel wirklich schwierig ist, weil du ja im Vorhinein nicht wissen kannst, aus welchem Winkel oder wie die Spieler jetzt etwaige Objekte, die ihr erzeugt, wirklich sehen. Was ist denn da für dich bei einem Open-World-Spiel erstens die größte Herausforderung zu erstellen und was macht dir am meisten Spaß? Die Herausforderung ist wirklich genau das, was du gerade gesagt hast. Also man muss wirklich, man kann nicht genau wissen, wie der Spieler das Spiel spielt. Und das finde ich aber auch sehr spannend. Und da finde ich, da sind Spieler halt wirklich sehr gut da drin, Leuten die Möglichkeit zu geben, sich das Spiel so zu erschließen, wie sie wollen. Und deshalb meinen wir auch, Every Player Story is unique. Das ist also grundsätzlich eine Stärke.